sehr umfangreiche Gemeinde. Informationen aus erster Hand. Denn dort, wo sich viel bewegt, gibt es auch vieles an Gerüchten. Fritz Kratzer will sich in Zukunft öfter mit der Presse treffen, um so gut wie möglich zu informieren. Beispielsweise über den geplanten Wohnbau auf den Königgründen. Hier hat es ja Protest der Anrainer gegeben. Kratzer startet jetzt dort das größte Bürgerbeteiligungsprojekt, das Kapfenberg bisher gesehen hat. Das heißt, die Bürger werden eingebunden, die werden hier wirklich sagen können, wo liegen die Ängste, was hätten sie gerne. Das wird dann in eine Kennzahl oder in Kennzahlen eingearbeitet und es wird dann mit diesen Kennzahlen und Kenndaten wird es dann einen Architektenwettbewerb geben und die Architekten werden sicher oder müssen darauf Rücksicht nehmen, es wird die Grundlage sein und dann wird es einzelne Projekte geben und auch da werden die Bürger wieder mit eingebunden werden. Letztendlich wird sich das zum Guten wenden, darauf werden wir alle achten. Stolz ist man in Kapfenberg auf die Neubelebung des Hauses an der Wiener Straße 2. Hier wird ab April eine Kinderärztin ordinieren und der Verein Rettet das Kind wird das Haus zu einem Art Kinderzentrum machen. Erfreuliches gibt's auch von der Burg zu berichten. Für das kommende Jahr konnten die Kosten um 100.000 Euro gesenkt werden. Wobei, zuschießen wird die Gemeinde natürlich auch in Zukunft müssen. Das wird so sein, aber wir sind natürlich daran und sehr bemüht, dass wir diese Zuschüsse einschränken. 100.000 weniger ist einmal ein guter Beginn, 80.000 an Investitionen wird einen Schub bringen, dass sie wirklich noch besser in der Öffentlichkeit stehen wird und wir werden die nächsten Jahre sehr darauf schauen, dass es noch weiter zurückgeht. Wirtschaftlich betrachtet überstrahlt der Stern des weltweit modernsten Stahlwerks, wie es Erik Lazaridis ausdrückt, natürlich alles. Wobei fast übersehen wird, dass sich Bankl jetzt weitere Flächen, insgesamt 78.000 Quadratmeter, im Hightech-Park für zwei neue Werke gesichert hat. Die Luftfahrt soll dort Einzug halten. Ja, mittelfristig sollen dort rund 100 Arbeitsplätze entstehen. Langfristig können dort bis zu 500 neue Arbeitsplätze entstehen. Das ist natürlich ein Riesenprojekt. Und eine der Folgewirkungen von dem Riesenprojekt ist, der Hightech-Park ist nahezu voll. Und wir sind bemüht, weitere Flächen aufzuschließen.